Guten Abend, meine Damen und Herren, liebes Publikum. Zunächst einmal vielen Dank an unser Alphorn-Trio mit Martin Neumeier, Matthias Krön und Nikolai Oswald, unseren drei Hornisten. Mein Name ist Desiree Wolf und ich darf Sie als Orchestervorstand stellvertretend für das gesamte Orchester zu dieser Hörbar mit dem Motto Landpartie willkommen heißen. Die Hörbar ist unser Afterwork-Konzept und findet normalerweise im Technikum im Werksviertel statt. Im Mai diesen Jahres musste sie aus bekanntem Anlass entfallen, was wir alle sehr bedauert haben. Und deswegen möchten wir Ihnen eine digitale Version der Hörbar bieten, die wir aus unserem Probensaal in den Bavaria Musikstudios senden. Jetzt ist es mir eine besondere Freude, Ihnen allen unseren neuen geschäftsführenden Intendanten vorzustellen, Herrn Tillmann Dost. Willkommen. Danke, Frau Wolf. Vielen Dank für die Vorstellung. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und vielen Dank für das herzliche Willkommen. Dankeschön. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß mit der musikalischen Landpartie. Danke. Ich freue mich auf das Orchester, ich freue mich auf unser Programm. Wir haben eine ganze Menge vorbereitet und ich freue mich, dass ich heute Unterstützung bekomme, nämlich von unserem Solohornisten Matthias Krön. Kommen Sie doch zu mir. Vielen Dank, dass Sie mich unterstützen heute. Sehr gerne. Wir haben angefangen mit den Alphörnern, die ja ein klassisches ländliches Instrument sind. Vielleicht erzählen Sie ein bisschen, wo ist der Unterschied zwischen dem normalen Ventilhorn und dem Alphorn? Naja, also ganz grundsätzlich schon mal das Material. Wir haben hier sehr langsam gewachsenes Fichtenholz, was da verarbeitet wird. Das kommt aus einer Region mit einer relativ hohen Seehöhe, eben damit es langsam wächst und eben gute Klangeigenschaften entwickelt. Dann haben wir die Bauform in, eben nicht aufgewickelt wie unser Messinghorn. Dadurch ist es für das Spielgefühl was ganz anderes, wenn, wenn man nicht den Klang, die Vibration so direkt in zwei Händen hält, nah bei sich, wie jetzt bei unserem gewickelten Ventilhorn. Und eben, wie ich gerade sagte, Ventilhorn. Beim Alphorn haben wir keine Ventile und es basiert alles auf der Naturtonreihe, die eben das Alphorn naturgemäß mit sich bringt. Sie werden später nochmal auf den Ventilhörnern zu hören sein, Sie und Ihre Kollegen, dann nochmal mit der Kollegin Hackenberg, die uns auch dann nochmal unterstützt als Quartett. Genau. Einfach eine komische Frage vielleicht, ist das jetzt leichter oder schwerer zu spielen als das Ventilhorn? Also es ist mindestens auch sehr schön zu spielen. Die Hörbar steht unter dem Thema Landpartie. Es gibt einen Megatrend, dass die Leute nicht nur in der Stadt jetzt wohnen wollen, sondern nach draußen ziehen, aufs Land. Ich habe gehört, Sie sind auch aufs Land gezogen. Wie ist es dazu gekommen? Erzählen Sie. Ja, ich glaube, ein gutes Stück weit liegt es an der eigenen Prägung. Ich bin selber auf dem Land aufgewachsen und ging dann fürs Studium und auch in den ersten Berufsjahren dann in die Stadt und habe das Stadtleben sehr genossen, in der Situation, natürlich während dem Studium, aber auch noch ohne Kinder. Und ja, jetzt haben wir zwei kleine Kinder und sind dann aufs Land wieder gezogen. Und wenn man jetzt so die letzten Monate anschaut, gerade noch rechtzeitig, denn wir hatten dann nun während den Ausgangsbeschränkungen eben die Möglichkeit, den Kindern wenigstens einen kleinen eigenen Garten zu bieten und dadurch ein bisschen Raum zu haben. Und jetzt in unserem konkreten Fall in der wunderschönen Ammersee-Region, in die wir gezogen sind, ja, ist natürlich da auch, was man mit dem Fahrrad vom Haus aus dann machen konnte jetzt in der Zeit und durfte, war natürlich sehr viel möglich. Sie haben es schon angesprochen, während der Corona-Pandemie sind alle Orchester in der riesigen Not, quasi nicht spielen zu können. Konzerte fanden nicht mehr statt, finden jetzt nur in sehr beschränkter Form statt. Alle Musiker haben das Problem, dass sie nicht auftreten können, dass sie auch als Ensemble nicht mehr zusammenspielen können. Wie ist es Ihnen ergangen? Wie haben Sie die Zeit überbrückt? Naja, man versucht sich bestmöglich fit zu halten zu Hause, aber es ist natürlich schon so, man hat ja auch Nachbarn und so, ja, ich habe kürzlich mit einem Hersteller von Übelkabinen telefoniert und der hat doch eine erhöhte Nachfrage festgestellt in letzter Zeit. Ja, aber es ist natürlich kein Vergleich, das Orchester fehlt, wir sind Orchestermusiker und ja, ist natürlich sehr, sehr schade und da fehlt ein ganz, ganz wichtiger Teil. In diesem Sinne hoffen wir, dass wir sehr, sehr schnell wieder auftreten können vor Ihnen, liebes Publikum, und mit unseren gesamten Kolleginnen und Kollegen. Das, was wir heute machen, ist
kein Ersatz, soll aber im Prinzip ein Ersatz sein und soll Ihnen helfen, die Zeit auch zu überbrücken. Wir freuen uns sehr, dass die Orchestermusiker jetzt wieder hier zusammengefunden haben und Sie mit sehr, sehr vielen kleinen Stücken unterhalten werden. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß und vielen Dank, Herr Krön, schon mal jetzt. Sehr gerne. Viel Spaß auch von meiner Seite. Wir werden uns so ein bisschen gemeinsam durch diese Landpartie begeben und vielleicht auch noch so den näheren Heimatbezug am Ammersee jetzt so ein bisschen mit einfließen lassen. Wir freuen uns jetzt sehr auf das Streichquartett der Münchner Symphoniker unter Leitung von Makoto Arikawa mit einem Tango, Por una Cabeza. So, vielen Dank dem Streichquartett der Münchner Symphoniker. Sie hörten Susanna Wojtowa, Anchi Lu, Philipp Wiede am Cello und Makoto Arikawa. Und wie Sie an dem Ensemble ja auch schon sehen, ein solches Ensemble ist sehr vielfältig. Unser Orchester hat 60 Musiker aus 17 Nationen. Wir haben hier bereits Herrn Arikawa aus Japan. Herr Wiede kommt, glaube ich, aus dem Schwäbischen. Genau, dann haben wir die Anchi aus China und die Susanna aus der Slowakei. Und für uns als Musiker ist es natürlich gerade auf Reisen immer ganz nett, irgendeinen Homie mit dabei zu haben. Es erleichtert doch dann die Freizeitgestaltung.
Bei dem nächsten Stück wird ein gebürtiger Münchner mit dabei sein. Ich begrüße am Schlagzeug sehr gerne Herr Bentin. Kommen Sie zu uns. Wir spielen als nächstes ein Stück von Freddie Mercury, ein ganz bekanntes Stück der Gruppe Queen, Bohemian Rhapsody. Viel Spaß.
So, wir bleiben rhapsodisch, also der freien Form verpflichtet. Auf die Bohemian Rhapsody folgt jetzt die Rhapsodie L'Étang, der Teich, gespielt von unserem Trio bestehend aus Oboe, Bratsche und Klavier der Münchner Symphoniker. Thank you.
vielen Dank dem Klavier-, Bratschen- und Oboen-Trio der Münchner Symphoniker. Sie hörten Katharina Schmidt an der Bratsche, Carlotta Amado am Klavier und Sura Gwanzelaze an der Oboe. Wir haben hier nicht nur die Besonderheit, dass wir wieder drei verschiedene Nationalitäten in einem Ensemble haben, sondern auch noch einen weiteren Aspekt, der den ländlichen Raum in die Hörbar holt. Und zwar sind die Katharina Schmidt und ich zufällig nur wenige Kilometer voneinander entfernt aufgewachsen und sind uns dann schon oder erst, je nachdem, wie man es sehen will, im Jugendorchester begegnet. Und mittlerweile sind wir Kollegen bei den Münchner Symphonikern und vertreten da sozusagen mit dem Unterallgäu als unserer Herkunft den ländlichen Raum im Orchester. Den ländlichen Raum, den wir jetzt auch wieder thematisch, wo wir den Sprung geschafft haben, nämlich von der Stadt in das Land und wofür München ja auch steht, nämlich die Verbindung zwischen urban und dem ländlichen Raum. Also München steht ja auch für die Berge, für die Seen, für das Wandern, für das Skifahren. Herr Krön, vielleicht können Sie mir als Neumünchner etwas vorschlagen, was ich am besten noch entdecken kann hier in München. Ja, auf jeden Fall. Ich habe es ja anfangs schon erwähnt, uns hat es an den Ammersee gezogen. Deshalb würde ich natürlich ganz speziell das Fünfseenland empfehlen. Aber es gibt natürlich nicht nur diese Region, sondern fast rundherum gibt es schöne Seen zu entdecken. Und wir sind ja in einer Hörbar und es gibt eigentlich da schon auch an einigen der Seen hopfenverarbeitende Betriebe, um den Bar-Aspekt ein bisschen aufzunehmen. Wir feiern also genau auch hier diesen Aspekt von München und danken nochmal ganz herzlich dem Ensemble und freuen uns jetzt auf den nächsten Programmpunkt. Ja, wir kommen leider schon zum Ende unserer Hörbar. Es folgt unser Hornquartett. Herr Krön hat schon seine Position eingenommen. Wir haben auch noch weibliche Unterstützung bekommen von Frau Juliane Hackenberg. Willkommen im Ensemble und wir wünschen Ihnen jetzt viel Spaß für unsere letzten Stücke in unserer Hörbar. Danke.
Ja, vielen Dank unserem Hornquartett. Damit, wie gesagt, kommen wir leider schon zum Ende. Wir hören das Hornquartett gleich noch einmal zum Abschluss. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Sie hatten ein bisschen Freude mit dem, was wir Ihnen heute präsentieren konnten. Sie haben heute sehr facettenreich gesehen, was unser Orchester alles kann. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir uns in der nächsten Spielzeit Ihnen noch mehr zeigen können von uns. Bleiben Sie uns treu, kommen Sie in unsere Konzerte, denn ich glaube, das Wichtigste für uns ist, und ich glaube, da spreche ich Ihnen aus dem Herzen, dass wir wieder auftreten und vor unserem Publikum auch wirklich live spielen. Genau, wir als Musiker hoffen ganz besonders, dass wir möglichst bald wieder live zusammen sein können, es Begegnungen geben kann in einem unserer Konzertformate, sei es in einem Abo-Konzert oder auch speziell in der Hörbar, wo man dann auch die Gelegenheit hat, vielleicht tatsächlich an der Bar noch zusammen zu sein. Und ja, wir hoffen uns bald live wieder zu sehen. Ich möchte mich hier nochmal bedanken an Sie, Herr Krön. Vielen Dank, dass Sie mich unterstützt haben mit der Co-Moderation. Vielen Dank an meine Musiker, an unsere Musiker. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Kommen Sie zu unseren Konzerten. In der nächsten Saison feiern wir unser 75-jähriges Jubiläum mit einem bunten Strauß an Programmen, mit tollen Gastkünstlern, die wir eingeladen haben. Wir hoffen, dass unser Orchester dann auch wieder in voller Stärke vor Ihnen auftreten darf, in den Münchner Sälen und auch extern auf Gastkonzerten. Bleiben Sie uns treu, feiern Sie mit uns, und jetzt wünsche ich Ihnen noch viel Spaß mit dem letzten Stück unseres Hornquartetts. Auf bald. Auf bald.